gut. Reden wir über mein Leben, ja? Reden wir, reden wir. Der Tag des Todes ist besser als der Tag der Geburt. Ein lebender Hund ist besser als ein toter Löwe. Das Grab ist besser als die Angst. Erinnern Sie sich, wie schön früher alles war, Christian? Erinnern Sie sich, wie einfach und schön alles war? Ein Traum. Ihr habt euch den Vorrang in der Kunst erschlichen und ihr haltet nur das für wahr und echt, was ihr selber macht. Aber ich erkenne euch nicht an, weder dich noch ihn. Sie müssen nicht arbeiten. Könnten reisen oder studieren. Sie wollen nicht weinen. Es ist wieder. Nein, das ist nicht. Ich bin doch gar nicht da, ich bin nur in deinem Kopf. Also, Hegel sagt in der Wissenschaft der Logik. Ich könnte glatt eine 15-Jährige spielen. Nie hab ich Gefälligkeitsscheiße gespielt! Und du? Verstehe, das ist wie ein Nagel in meinem Hirn, dieser Ehrgeiz, der... Warum schreiben? Gestern, da spät am Abend, da komme ich hier in den Garten, um zu sehen, ob unser kleines Theater noch da steht, ja? Und es steht noch immer da und da floss es mir aus meinen Augen. Ich wollte gar nichts dagegen tun und ich muss noch vorne... Ey, das ist doch hier kein Musikantenstadel! Sie weinen. Und deshalb habe ich mich entschlossen, mir diese Liebe aus dem Herzen zu pissen. Nicht mehr hört man die Maikäfer schwirren in den Lindenhainen. Es ist kalt, kalt. Ja, und wozu das Ganze? Ist doch genug Platz da für alle, für die Alten und für die Neuen. Was soll das denn? Kalt. Vielleicht aus Eifersucht. Aber übrigens, kalt. Das könnte ich nicht sehr an. Kalt. 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 Es ist leer. Leer. Text. Leer. Leer.